In Stockholm und Stockholm in Frankfurt zu erleben. Ich beschäftige mich zurzeit mit Spiegelungen und räumlichen Irritationen. Ich stelle mir die Frage, was ist wahr und was ist nur vorgespiegelt? Ich möchte wie Andrea mit und für Eulengasse nächstes Jahr nach Schweden. Mich beschäftigt in meiner künstlerischen Arbeit sowohl in der Herstellung als auch in der Darstellung der Prozess von Veränderung und von Auflösung einer Identität. Und ich möchte nach Stockholm fahren, sehr gerne natürlich, und dafür brauche ich deine Unterstützung. Ich bin Wladimir und habe ein Videoprojekt am Laufen. In Stockholm werde ich es zum ersten Mal präsentieren. Im Herbst 2016 bekommst du es in Frankfurt zu sehen. Mich beschäftigen Fragen, wie zum Beispiel, welche Position habe ich als Künstlerin heute in der Gesellschaft, welche Position besetze ich. Mich beschäftigt der Begriff Kreativwirtschaft und mich beschäftigt der Begriff Credibility. Wie stellt sich Glaubwürdigkeit her? Was ist das eigentlich? Bin ich glaubwürdig? Bist du glaubwürdig? Ich bin Helmut, ich bin Maler und Zeichner. Und ich möchte gerne 2016 zusammen mit Heide, Sabine und Andrea, Vladimir und Harald, unsere Arbeiten zur heiligen Glaubwürdigkeit auf der Supermarket Art Fair in Stockholm zeigen. Supermarket Art Fair ist eine unabhängige Kunstmesse von und für Künstlergruppen, die unabhängig arbeiten. Unabhängig meint hier, unabhängig vom Mainstream inhaltlich und finanziell und organisatorisch von kommerziellen Galerien und großen Organisationen. Wir waren letztes Jahr in Stockholm mit Gruppen aus 30 verschiedenen Ländern. Aus Albanien, aus Rumänien, aus Mexiko, aus Syrien, aus Tansania, aus den USA. Ja, die Frage ist, warum ist uns wichtig, dort zu sein? Eulengasse funktioniert also wie eine Art Talentscout. Wir wollen Künstler und andere Akteure zusammenbringen, zu Multiplikatoren machen und dann eben Kooperationspartnerschaften vereinbaren zu können. Ja, und auch um die Stadt Frankfurt in der internationalen Independent-Szene zu verorten. Wir sind 6 Künstler, ein Künstlerteam, ein bewährtes Künstlerteam, das zum wiederholten Male ein gemeinsames Projekt organisiert. In Stockholm werden wir die Ausstellung Credibility zeigen und wir werden danach die Reise durch Deutschland damit antreten und auch in Frankfurt zu sehen kommen. Wir beteiligen uns in zahlreichen Podiumdiskussionen und Künstlergesprächen unter dem Motto Independent Art Spaces. Themen wie Produktivität, Finanzierung und Netzwerk. Mit deiner Unterstützung werden wir eine Ausstellung in Stockholm und in Frankfurt und den dazugehörigen Katalog realisieren. Was kannst du tun, um uns zu unterstützen?
kannst dieses Video liken und uns weiterverbreiten, aber wir nehmen auch Geld. Du kannst eine Arbeit von uns erwerben oder mit uns Abendessen oder mit uns nach Stockholm fahren. Mit der Ausstellung St. Credibility, die wir in Stockholm und in Frankfurt präsentieren, richten wir uns an Sammler und Mäzene, an kunstinteressierte Menschen, an junge Menschen, an Personen, die an zeitgenössischer Kunst interessiert sind, die in Artist Run Spaces präsentiert wird und die damit eine Ergänzung sind zu zeitgenössischer Kunstvermittlung in musealen Kontexten. Also, unterstützt unser Vorhaben. Wir freuen uns auf Stockholm 2016. Was bekommt unser Publikum in Deutschland davon? Was hat Frankfurt davon? Auch wenn Frankfurt Europastadt heißt und eine Skyline besitzt, so bietet es doch in Wirklichkeit immer weniger Zwischenräume. Es geht uns darum, ein Bewusstsein für die Orte zu schaffen, die genau diese Zwischenräume zum Selberdenken und Reflektieren produzieren.